Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 mit unserem Sauber F1 Team und befinden uns beim großen Preis von Australien, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Ja, die neue Saison geht los, ich freue mich. So, wir haben immer noch unsere Rivalität gegen Lewis Hamilton, weil wir die ja verloren haben. Heißt, wir müssen dranbleiben. Im Moment steht es 3:6. Für Lewis Hamilton. So, unsere Veränderung, die wir vorgenommen haben, dass wir das Qualifying reduziert haben auf ein Blitz-Qualifying, finde ich persönlich sehr cool, weil jetzt entscheidet sich das in einer Runde und ja, man muss halt sich konzentrieren. Wenn man die Runde vergeigt, dann landet man halt ganz hinten. Und ich finde, das macht das Ganze ein bisschen spannender, weil der Sauber ja teilweise doch sehr stark war und dann oft, dass der erste Platz im Qualifying rausgekommen ist, was meiner Meinung nach schon ein bisschen langweilig wurde. Vielleicht habt ihr das ja auch so empfunden und auch ein bisschen unrealistisch. So, jetzt hängt es halt von meinen Fahrkünsten auch ein bisschen ab, dass ich die Runde auch gut abschließe. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Forschung und Entwicklung an. Das habt ihr im vergangenen Video gesehen, dass wir da massiv investieren konnten. Ist natürlich auch alles noch nicht parat in diesem Rennen, deswegen ist das Rennen hier jetzt noch nicht so maßgebend. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir hier auf volle Leistung gehen, wo wir da landen werden vom Team her. Also wir landen hier auf jeden Fall knapp vor hinter Sahara Force India F1 Team und vor Toro Rosso. Das ist doch schon mal eine geile Leistung für die zweite Saison. Aber gucken wir mal, was die anderen Teams machen. Die können ja auch noch entwickeln. So, ab ins Rennen würde ich sagen. Heißt ja, dass sich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit anfühlt. Und die vier vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien seit 1996. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Gestern hast du im Qualifying besser abgeschnitten als erwartet. Das schaffen wir heute auch. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Raikkonen, Hamilton, Daniel Ricciardo und ein Sauber. Alonso, Verstappen, Perez und Jensen Button. Hülkenberg, Grosjean, Carlos Sainz Jr. und Wehrlein. Bottas, Hayanto, Esteban Gutierrez und Dani Quert, Eriksson und Massa, Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Jo, dann schauen wir uns mal die Rennstrategie an. So, 2 Stops. Oder 3 Stops. Wir machen
Wie immer den kürzeren natürlich. Jo. Sprit ist auch okay. 1,5 von extra Sprit. Hört sich alles super an. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Oh, Ricardo hat einen schlechten Start. Wir kommen richtig gut weg. Gucken, ob wir hier schon was gut machen können. Oh, da geht's zur Sache schon. Das wird das erste Safety Car, glaube ich, geben. Oh ne, grüne Flagge. Wieder Glück gehabt. Da dreht sich Vettel weg. Den Start müssen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken gleich. Also nach dem Rennen. Schon mal Plätze gut machen. Zwei Stück. Spitzenstart für uns. So, wir kämpfen schon wieder gegen Hamilton. In Abu Dhabi im Saisonfinale. Bin nicht direkt vor uns, der Typ. Oh, dann zeig mal, was du drauf hast, Hamilton. Damit sauber mithalten kannst. Rosberg ist auf 1, okay. Oh, Vettel war ja auf 1. Das ist ja unglücklich gelaufen für ihn. Ah, jetzt greifen wir Ferrari langsam an. Gucken, was diese Saison passiert. Hättet mich nicht feuern sollen, Jungs. Mühe dran zu bleiben. Hier schon gute Rundenzeiten fahren. Geht schnell da vorne die Jungs. Ist auch noch klar, unser Auto ist natürlich noch nicht konkurrenzfähig eigentlich mit Ferrari und Mercedes. Daher tun wir uns da natürlich ein bisschen schwer. Aber wir kommen ein bisschen ran. Ups. Ist jetzt zu viel Rasen. Vettel vor uns sein. Da ist ein Ricke, ne? Der sich da gedreht hat. Ja, muss ja. Erst das Rosberg. Ach, Hamilton ist zweiter jetzt, alles klar. Deswegen sehen wir Vettel jetzt. Haha, Ferrari. Druck, Druck, Druck. Push, push. Fertig vergeigt, leider. Wir sind wieder ein bisschen dran. Rosberg ist gerade auf P1 vor.
So, da haben wir die Spitzenteams direkt vor uns in unserem Sauber. Yeah. Läuft mal sauber. Ja, mit so einem Spitzenfahrer, ne, wie uns. Ist das auch klar? So, jetzt kommen wir immer dichter ran und fast ein DRS-Fenster, also sieht es wahrscheinlich schon. Gleich aber auf jeden Fall. Spätestens jetzt. Jetzt geht's los. Ferrari-Angriff. Der ist das erste Mal. Das sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Sehr schön, schnellste Runde. Ups, da war ich jetzt zu schnell. Schade. Jetzt kannst du ein bisschen ransaugen. Rankommen ist hier eine Sache, wir holen die andere. Siebte bis neunte. Battle. Rosberg Platz 3 jetzt. Ja, bin mal gespannt, wie wir gleich mithalten können. Im Moment fahren wir die ganze Zeit auf Fett. Das werden wir nicht so lange durchhalten können. Bin ich gleich mal gespannt. Gleich Rosberg angreifen. Rosberg hat auch DRS. Zwar dranbleiben, aber so richtig ran kommen wir noch nicht. Kommt vielleicht noch. Mal gucken. Ja, dann gleich an die Box fahren. Die Reifen lassen schon ein bisschen nach. So, jetzt kriegen wir wieder DRS. Sehr schön. Wir bleiben in der DRS-Zone, ist ja schon mal gut. Aber was? Ja, ein bisschen Vortrieb, der fehlt noch. Ich mache auch noch zu viel Fehler. Ein bisschen. Mal auf Mager Benzin sparen, fahren jetzt eher in die Box. Lohnt es nicht. Nach hinten haben wir viel Luft.
jetzt noch hier den Sprit weiter zu vergeuden. Da ziehen sie auch gleich weg. Nicht so viel Luft haben, Luft verlieren wir nicht. Oh, fällt er wieder mal in die Box. Cool. So, also bisher nach Plan, jetzt so schnell in Boxenstopp, Jungs. Ferrari schnell. Kommt, Jungs. Los, los, los. Sehr schön. Schöner Boxenstopp. Komm als Zehnter raus. Sehr gut, schon mal in den Punkten. Aber wir werden auf jeden Fall noch weiter nach vorne kommen. Alle anderen müssen ja auch noch in die Box. Daher alles gut. Sprit sparen fahren. Auch schön aufgehalten. Wir sind auch schon wieder auf Platz 7. Ich hab hier aufs Gas. Das passt Sebastian bestimmt überhaupt nicht, dass er da jetzt hinterherfahren muss. Ein bisschen besser, alle drei. Merke ich. Dafür habe ich das bessere Kurven-Setup. Kommt mir wesentlich geiler raus. Und Angriff. Oh, unten wird noch Platz. Cool. Damit haben wir uns vor Ferrari geschoben. Yeah! Könnten wir uns jetzt schnappen? Ja. Das wird nicht reichen, glaube ich. Noch anbremsen hier. Kampflinie. Ja, sehr gut. Zack, bam, dritter Platz. So, gucken, ob wir den halten können. Prospekt dranbleiben können. Der Wagen vor ihr ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen umgestellt.
Danke für die Info, dass er auf der Strecke ist. Oh, was ist das denn hier? Oh, Scheiße. Oh, böser Fehler. Da kommt sie angeflogen. Kampflinie. So, wir haben einen bösen Abflug gemacht. Ein paar Informationen zu Gutierrez. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Klebt mir Hülkenberg am Arsch. Der Wagen hinter dir hat einen geringfügigen Schaden am Frontflügel. Nicht gut. Sind wir ruhig, Sebastian ein bisschen aufhalten. Vielleicht von profitieren. So, jetzt können wir wieder auf Fett machen. Jetzt hier lang Zeit verteidigen. Die Fälle überholt. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 35,0 Sekunden. Das hoffe ich doch, dass es so bleibt in Australien. Ja, die Kurve, die habe ich noch nicht so richtig drauf. Da muss ich noch mal ein bisschen feilen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,3 Sekunden. Ja, das war klar. Das gegen Mercedes keine Chance habe. Das war zu erwarten. Die Ferrari eigentlich auch nicht. Aber noch können wir uns behaupten. Wir wissen, wann der nächste Boxenstopp ist. Okay. 18. Runde erst. Okay. Ein paar Informationen zu Vettel. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben.
okay. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Drossel deine Geschwindigkeit. Scheiße, Safety Car. Safety Car. Das Safety Car. Du darfst das Safety Car überholen. Es wartet auf den Führenden. Okay. Safety Car, Safety Car. So, kann ich hier mal auf Mager stellen. Und wieder schön Sprit sparen. Aber auch mal schön entspannt. Markus fährt an die Box. Markus ist in der Boxengasse. Achso, wir hatten ja. Oh, scheiße. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Hatte ich vergessen, die Strategie zu ändern. Aber ein Boxenstopp ist mir sowieso lieber. Lassen wir gerne. Ach, da sind sie ja. Das war für uns natürlich gut. Haben wir im Moment keine große Konkurrenz mehr, was die Leistung zumindest angeht. Konnten uns ja vor Vettel behaupten. Sieht also alles gut aus für ein Treppchen eventuell. Das Safety Car. Müssen auf die Reifentemperaturen achten. So, noch eine Runde Safety Car.
jetzt reinfährt. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Der Start war ganz okay. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,0 Sekunden. Jetzt noch nicht nutzen. Zumindest nicht sofort. Oh, das war schlecht. Oh, da komme ich jetzt auch raus. Verliere Grip. Schnell. So gut hier ist. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Vorne bringen wir das nächste nach hinten, das reicht nicht. Der hat jetzt DRS. Kann aber noch nicht vorbei. Okay, hier gedacht, dass Button so schnell ist. Krass. Hat hier jetzt auch ordentlich Benzin drin. Den Tank auch nicht vergessen. Mal ranfahren. Rosberg hat gerade nach einem
das leckt im Moment, ey. Ich bin fast gegen die Wand gefahren, ey. So, da werden jetzt einige vorbeisegeln. Los, fahr jetzt. Fast alle. Okay. Spannend. Oh, Max Verstappen. Oh, was soll das denn? Was ist passiert? Alter, Max, ey. Also die KI sah manchmal... Alter. Was stimmt denn mit dir nicht? Alter. Wo soll ich denn hin, bitte? Das ist schön an mein Hinterrad. Alter, du bist ja auch geil. Zack. Hallo, der hat ja richtig das Ziel, mich abzuschießen. Jetzt zack, zieht rechts raus, passt nicht. Links rüber, boop. Alter. Max, 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 Max. Das geht so aber nicht, Kollege. Max, Alter, das gibt's doch nicht, ey. Oh, jetzt nervt mich die KI aber, ehrlich gesagt. Oh, was war das denn bitte? Ja, Schaden jetzt oder was? Kampflinie. Dich lasse ich nicht vorbei. Arsch. Alter. Was soll das denn eben hier gewesen sein? Das war doch Absicht hier. Wir wollten das Team sauber manipulieren. Mann, 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 Mann. Na, ich brauch irgendwas. Den Schaden habe ich davon getragen. Mit der Meinung. Warten wir mal ab. Fahr vorbei, Alter, du nervst tierisch. Ja. Ja, ich komme hier auch gar nicht mehr rum, richtig. Irgendwas ist hier jetzt passiert. Boah, Alter. Ich bin gar nicht mehr richtig in die Kurven rum. Das jetzt an meinem Fahrstil gerade.
hat die ganze Zeit auf dem Marker. Scheiße. Ich hab gar nicht gemerkt, ey. Kein Wunder, dass der so dicht dran ist die ganze Zeit. Oh, Breakwind und Downs. So, 7 Runden noch. Ja, also irgendwas fühlt sich hier nicht gut an gerade. Sind wir auf 15, 2 Plätze brauchen wir noch. Markus liegt 4 Plätze vor dir. Merkt so. Raycon klebt mir am Auto, keine großartige Chance. Hier davon zu fahren. Boah, schon verbremst. Ja, zieht er auch vorbei. Oh, Raycon, wo soll ich denn hin? Oh, noch einer. Hat so gut angefangen, das ganze Rennen, und dann spielt die KI verrückt. Schauen wir uns dann mal die Wiederholung gleich an. Mithalten, merke ich richtig. So, ja, und die fahren auch alle super soft durch, oder? Da bin ich natürlich massiv im Nachteil. Leerer werden. Ja, deswegen bin ich natürlich auch langsamer. Okay. Jetzt merke ich so langsam, dass das Auto wieder ein bisschen konkurrenzfähiger wird. Klar. Mager fährt und den Tank voll hat.
dann kann das natürlich nichts werden. Darunter leidet natürlich auch das Fahrverhalten, ist ganz klar. Sag du dich schön ran. Sieh zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Jo, bin ich. Sehr schön. Die Plätze werden hier wohl nicht mehr drin sein. Nur drei Runden. Come on, 13. Platz. Ricardo ist Platz 1. Alles klar. Nicht gut. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,4 Sekunden. Okay, Abstand zum Teamkollegen 13,1 Sekunden. Merke ich langsam, dass wir wieder konkurrenzfähiger werden. Komm mal dichter ran. Come on, sauber. 13. Platz bitte. Oder 10. am besten. Boah. Bremst ganz schön ab hier. Ziehen wir vorbei, zack. Einer unmöglichen Stelle überholen. Yeah. So, Massa, ich brauche deinen Platz. Tut mir leid. Okay, gut für uns, schlecht für Massa. Da haben wir Massa. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das war auch
höchste Zeit, ey. Krass. Da ist Max wieder vor uns. Oh, das ist ja mal ein Rennen. Hier ist ja alles durch Kreuz und Quer jetzt. Daniel Ricciardo ist der Rennsieger. Ist klar. So, 13. Platz. Danke für deine harte Arbeit da draußen. Das war ein starkes Rennen und ein tolles Finish. Gut gemacht. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Daniel Ricciardo übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1 Saison dabei sind. So, gucken wir uns nochmal den Start an. Was da jetzt genau passiert ist. Wir hatten eigentlich einen guten Start. Da sind wir ganz links außen. Vorsichtig rantasten. Und da, wer war das jetzt? Vettel kommt weg. Ah, Raikkonen war es, alles klar. Das macht natürlich auch Sinn. Okay. Tja, war ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Die Sachen mit der KI. Das war echt ein bisschen ätzend. Fand ich. Ob wir hier mal zum ersten, ich wollte ganz sagen Crash, zum ersten Vorfall, Incident mit der KI. So, hier war ich an dem Pulk dran, schön vierter Platz, und dann ging es los. Das war echt ätzend war das. War der erste Boxenstopp kurz hinter Vettel.
Jetzt war hier, ach, da muss Vettel schon Probleme gehabt haben. Wahrscheinlich. Oh, da kann man nicht raus. Genau, da hat er uns vorbeigelassen, da waren wir immer noch ziemlich weit vorne. Ja, ich die Linie verpasst irgendwie, zack, da war mein Ausritt. Ach ja, Kampflinie. Genau. Da war ich aber immer noch gut, meiner Meinung nach. Achso, es ist schon die Safety-Car-Phase, ich wundere mich gerade, wo die ganzen Autos sind. Ja, das war die Safety-Car-Phase. Heißt, das war, da war ich noch auf Platz 3. Jetzt will ich, also vielleicht war es echt der Fehler, in die Box zu fahren. Ich hätte vielleicht die Strategie annehmen müssen und während der Safety-Car-Phase in die Box zu fahren. Also da hat man natürlich etliche Plätze verloren, weil die Autos ganz dicht beieinander waren. Ja, könnte sein. Ziehen die Mercedes auch davon. Aktuell keine Chance gegen Alonso. Safety Car. Und da kommen schon die ersten Sachen mit Max. Das war das Problem. Da war ich ja auf Mager. Also ja, ich war viel zu langsam. Und da. Zack. Da hat er mich schon mal abgeschossen. Und jetzt nochmal. Ja, mal gucken. Wie die Szene war, er zieht raus. Ich lasse ihm quasi Platz. Erstmal. Muss natürlich reinziehen und er zack, ist nicht mal vorne. Oh. Also kommt er schon wieder. Da lassen wir uns glaube ich vorbei, nee, doch nicht. Ach, da fahre ich nach Kampflinie. Was war da? Ach ja. Genau, da hat er mich so unter Druck gesetzt, mal wieder. Wie mit mir durch die Kurve. Und dann, naja, komm. Da ging es los, hatte ich nicht gemerkt, dass ich auf Mager bin, sonst wäre noch viel mehr drin gewesen auf jeden Fall. Wer hat mich da überholt? Ach, da hat mich Räikkönen überholt, oder? Nee. Noch nicht. Jetzt da, zack, schon wieder KI-Fehler. Meiner, wo will er denn da überholen, bitte? Ich bin vorne. Zack. Ah, okay, jetzt ist er vorne. Ich bin vorne, er ist vorne. Na. No. Hätte ich zurückschicken können, hätte er zurückschicken können. Das ist schwierig, glaube ich. Okay, alles klar. Ja, das lief leider nicht so toll. Ja. Brauchen wir uns auch nicht anhören jetzt. Hier beim ersten Rennen setzen wir alles aufs zweite, das war ja sowieso das Ziel, weil die Forschung ja noch nicht durch ist und Entwicklung. Aber ich habe mir natürlich viel mehr versprochen, aber vielleicht war auch der Fehler mit der Safety-Car-Phase nicht reinzufahren. Das war vielleicht doof.
Und wahrscheinlich. Stimmt, war's doof. So, jetzt liegen wir weiter zurück natürlich in der Rivalität. Deutlich. Gut, okay. Jo, hier gibt es weiter nichts zu sehen. Springen wir ins nächste Wochenende, weil mich die Forschung einfach interessiert. Was da jetzt passiert. So, ich wollte eben mal gucken, auf welcher Schwierigkeitsstufe wir stehen. Wir stehen auf Experte aktuell. So, da überlege ich ja, das zu erhöhen. Diese Saison, wenn Zauber einfach zu stark wird. Aber warten wir mal ab. Ja, da sind sie, unsere Teile. Hey, ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Ich freue mich auch. So. Die Motorleistung hat sich um 8 British Horsepower erhöht. Noch was? Ja, schön. Die Treibstoffeffizienz konnten wir wieder verbessern um 3%. Cool. Das Chassisgewicht konnten wir auch verringern um minus 6 Kilogramm. Oh, geil. Den Luftwiderstand auch konnten wir verringern, minus 2,60%. Cool. Ja, wer die Texte durchlesen wollte, kann ja einfach mal auf Stopp machen beim Video. Und kann sich das dann nochmal durchlesen. So, wir haben 893 Punkte, können allerdings nichts weitermachen. Ja, wir sind wie erwartet hinter Sahara Force India F1 Team gesprungen. Bam! 3 Plätze gut gemacht. Schön. Das sieht doch gut aus. Und Bahrain ist auch eine geile Strecke. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich freue mich wie immer über ein Abo, Kommentar oder ein Like und hoffe euch beim nächsten Video wiederzusehen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao.